Du hast immer noch keine Ahnung, dass ich komme. Das war eine Odyssee. Insgesamt 52 Stunden. Und morgen früh geht's weiter auf den nächsten Ritt. 13 Stunden Autofahren. Yay! Driving home for Christmas. Ich bin da. Los geht's. DHL! Samstagmorgen beim Frühstück fiel die Entscheidung. Ich fliege nach Hause und überrasche dich an Heiligabend. Natürlich ohne dir was zu sagen. Und nicht wissend, ob es funktioniert. Aber ich machte mich auf die Reise. Oh mein Gott, ich bin auf einer so verrückten Reise. Heute Morgen los von Koh Phi Phi, von der Insel runter mit der Fähre, dann mit dem Bus. Und jetzt bin ich seit 11 Stunden mit dem Nachtzug unterwegs, zurück nach Bangkok. Steige dann in den Flieger, alles umgebucht und werde meinen Papa zu Weihnachten in Deutschland überraschen. Es ist noch ein langer, langer Weg dahin. Ich werde 3 Tage unterwegs sein. Driving home for Christmas. War eben ganz spontan vom anderen Ende der Welt. Nicht ganz aus Thailand, aber es ist weit weg. Und ich liege hier aktuell teile mir das Bett mit meinen 2 Rucksäcken. Die wollen wir zum Frühstück verkaufen. Gemütlich ist anders, aber es ist ein Erlebnis. Es ist ein Abenteuer. Und ich bin einfach heilfroh, auf dem Weg zu sein. Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Gleich in Bangkok. Etwas zerstört. Ohne Dusche wäre mal ganz nice. Aber egal. Egal, alles egal. Ich freue mich einfach nur. Nach Bangkok habe ich es schon mal geschafft. Hier an diesem mal wieder sehr interessanten Bahnhof. Und jetzt suche ich mir den Weg irgendwo in die Stadt. Irgendwo in Schatten. 5 Stunden. Und dann geht's zum Flughafen. Und weiter geht's mit der Underground. Hier war ich schon mal. Hier kenne ich mich sogar schon aus. Und es ist so verrückt, diese Underground Stations einfach direkt neben dem Bahnhof, den habt ihr ja eben gesehen, wo man über die Gleise läuft mit Hilfe von Holzplatten oder man klettert einfach direkt, wenn man das möchte. Alles egal, alles so mega runtergekommen. Und dann geht man über die Straße und kommt eine Rolltreppe runter in eine klimatisierte Underground Station. Das ist so weird hier. Frühstück. Seit Ewigkeiten nichts Gescheites gegessen. Da freue ich mich jetzt drauf. Der Plan war ja eigentlich duschen am Flughafen, aber jetzt habe ich in dieser Shopping Mall in Bangkok gerade dieses Behindertenklo entdeckt und mache das jetzt einfach hier, also Katzenwäsche und so, aber besser als nichts. Und weil das geht so nicht weiter. Viel besser. Viel besser. Frisch gewaschene Haare, einmal umgezogen. Ha, wie neugeboren. Yay, ein letztes Mal durch diese abartige Hitze und mit diesem irren Verkehr da unten. Ab jetzt bin ich nur noch klimatisiert. Ich habe gerade mal ausgerechnet, der Countdown bis ich bin dann mal in Deutschland liegt so bei 58 Stunden. Bis dahin schlafe ich genau eine Nacht in meinem Bett und bin 13 Stunden im Auto unterwegs und 14 Stunden im Flieger mit 4 Stunden Stop in Dubai. Läuft. Ich hoffe, ich kann im Flugzeug schlafen, aber ich bin einfach nur heilfroh, aus der Hitze rauszukommen. So ein geiler Gedanke. 5 Minuten noch, dann habe ich es geschafft und dann wird mein Papa überrascht. Der weiß noch von gar nichts.
Los geht's! Los geht's! So, die Hälfte der Flüge ist geschafft. Ich bin in Dubai. Der Countdown ist mittlerweile runter so auf 41 Stunden. Plus minus. Du hast immer noch keine Ahnung, dass ich komme. Ich habe dir gerade geschrieben, dass die Flüge bezahlbar sind kurz vor Silvester. Ich freue mich einfach nur. Und jetzt geht's ab in den nächsten Flieger und auf nach London. Dann ist schon mal eine ganz große Etappe geschafft. Und dann geht's mit dem Auto weiter. Da steht er, der Riesenvogel. Mein letztes Mal mit dem A380 fliegen. Ready for takeoff. In London angekommen. Ich bin immer noch voll Adrenalin geladen. Ich freue mich so. Es war absolut die richtige Entscheidung. Ich bereue überhaupt gar nichts. Und die Überraschung rückt näher. Mein Papa weiß immer noch von nichts. Ich hoffe, das bleibt so. Ab nach Hause. In Eastbourne nach 54 Stunden unterwegs sein. Peace. So, jetzt gibt es eine kurze Pause und morgen früh geht's weiter auf den nächsten Ritt. 13 Stunden Autofahren. Yay! Driving home for Christmas. Kurzer Abstecher zum Strand muss da auch noch sein. Have a look! Ist es nicht schön hier? Das Wetter ist ein Traum, die Temperatur ist auch ein Traum, aber der Zeitpunkt rückt näher. Es sind noch so circa 28 Stunden, bis ich meinen Papa überrasche. Ich bin echt sehr, sehr, sehr gespannt. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Heiligabend, morgens um 4:30 in Eastbourne. Ich habe es echt geschafft, das Auto ist gepackt. Ich fahre jetzt los nach Dover. Hab 6,5 Stunden geschlafen. Not too bad. Adrenalinpegel auf 1875. Und ich freue mich. Ich freue mich. Jetzt fingers crossed, dass die Fahrt reibungslos läuft. Und dann überrasche ich in 13 Stunden, vielleicht 12 Stunden, meinen Papa. Wir haben gestern nochmal telefoniert. Er hat immer noch keine Ahnung. Er denkt, ich bin in Thailand am Strand. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so weit gekommen jetzt bis hierher. Seit 3 Tagen bin ich eigentlich nur am Reisen oder jetzt am Rumrödeln. Und ja, jetzt kommt die letzte Etappe. Und dann bin ich zu Hause für Weihnachten. Driving home for Christmas. Los geht's. Etappe 1 der Mission Driving Home for Christmas completed, aber über den Teich. Auf der Fähre. Und ich habe gerade mal ausgerechnet, wenn ich heute Abend ankomme, habe ich innerhalb von 4 Tagen 12.100 Kilometer zurückgelegt. Mit, ich glaube, 9 verschiedenen Verkehrsmitteln oder Fortbewegungsmitteln. Kann man mal machen. Na? Kann man mal machen. Und dann haben wir einen schönen Heiligabend zusammen. Ich bin da. Ich habe es echt geschafft. Das kann ich gerade noch gar nicht glauben. Oh mein Gott. Und jetzt hoffe ich, dass er da ist und aufmacht und keinen Herzinfarkt kriegt. Ganz wichtig.
Oh Mann, 12 Stunden war ich unterwegs und bin so aufgeregt. Mein Herz klopft so sehr. Los geht's. DHL! DHL! Oh Mann! Oh mein Gott! Das glaube ich jetzt nicht. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ja, toll. Ja, komm rein. Wo ist dein Gepäck? Im Auto. Wie im Auto? Ach, warst du schon in der Altheimer Straße? Nein. Erklär's doch mal bitte. Ich bin mit dem Auto hergekommen. Von wo aus? Aus England. Oh. Also du warst schon in Eastbourne, hast umgepackt und... Ja. Alter. Ja, das ist ja schön, dass du hier bist. Das finde ich ja toll. Ja. Was ist das denn? Die meine Kamera. Ach so. Ja, die ist aber doch in die andere falsche Richtung. Nee, die fällt nach hier. Das ist auch merkwürdig. Warum? Ach so, ja. Wie schön.